mich auch während des Let's Plays. Ihr könnt mich gerne mal anschreiben. Ich werde ja demnächst auf den deutschen Server Kobold wechseln, sobald ich die 30 Missionen erledigt habe, 1200 Bonuspunkte dafür bekomme. Dann ist der Serverwechsel nicht mehr ganz so teuer. Dann kann ich mir die restlichen Punkte für ganz wenig Geld kaufen. Dann wechsle ich auf Kobold. Dann ja, könnt ihr mich schon jetzt in eure Freundesliste aufnehmen. Und dann können wir auch mal zusammen eine Runde loslegen. Allerdings natürlich mit euch mehr als stummen Partner. Da ja, das natürlich nicht möglich ist, die Leute immer mit ins Skype oder so zu nehmen. Vielleicht kann man das in Zukunft auch mal machen. Müssen wir mal schauen, wie sich das anbietet. Weil es scheint ja, als kommt das Let's Play bei euch doch recht gut an. Das gefällt mir natürlich, weil mir auch das Spiel verdammt viel Spaß macht. Und da kann man das in Zukunft ein bisschen ausbauen. Also zunächst könnt ihr gerne mitspielen, allerdings erstmal so als stumme Mitspieler, nur über den Chat. Und wenn das Ganze dann funktioniert, dann können wir auch gerne mal eine Skype-Runde oder so einlegen, so ein kleines LPT quasi machen. Immer mit wechselnden Mitspielern. Schauen wir mal. Da kreisen gerade, ihr merkt das schon, ein paar Ideen in meinen Kopf herum. Mal schauen, was ich daraus mache. Wenn ihr da Vorschläge habt, könnt ihr mir auch gerne Kommentare schreiben auf gronkh.de oder auf meinem YouTube-Kanal. Ihr kennt das Ganze. So, jetzt sind wir hier auch schon wieder zurück in Savage Coast und können uns jetzt hier an die Quests machen. Wie sieht es gerade aus? Ich habe eine Nebenmission frei, den getöteten Kurier. Ein Kurier wurde von einer Waldkreatur getötet, als er versuchte, einen Brief zuzustellen. Es könnte wichtig sein und der Empfänger lebt vielleicht noch. Auf dem Brief steht keine Adresse, nur ein Name, John Wolfe. Es gibt hier kaum Häuser, aber vielleicht etwas weiter die Straße runter. Alles klar, nehmen wir das Paket für John Wolfe mit. Zack. Können wir noch eine kleine Nebenmission machen. Das gibt reichlich Kraftpunkte. So, was haben wir hier? Polizeifunkgerät. Im Polizeifunk wird von einem bevorstehenden Zombie-Angriff gewarnt und eine verzweifelte Stimme bittet um Hilfe, ihn zurückzuschlagen, bevor die Untoten Kingsmith erreichen. Jetzt haben sie doch schon längst. Es kommen andauernd Zombies durch den Tunnel nach Kingsmith, um die Stadt und ihre wenigen Überlebenden anzugreifen. Halten Sie sie auf für 24.000 Erfahrung. Ja, dafür unterbrechen wir eine aktuelle Mission. Ich würde mal sagen, nehmen wir mal die hier, das Ende von etwas mit... Ich habe einen Tipp von diesem Wolf bekommen, dass eine ganze Menge Tote aus dem Meer gekommen sind. Ihr Ziel ist die Stadt. Das ist so ziemlich das Letzte, was wir jetzt brauchen. Alles klar. Ja, das mit den Mayas, die Quest, die, ja, die gebe ich erstmal ein bisschen auf, denn ja, dazu komme ich wahrscheinlich nicht mehr, das jetzt hier noch zu zeigen. Das Event endet ja auch dieser Tage, wenn es nicht schon lange zu Ende ist. So, jetzt muss ich hier erstmal die ganzen Zombies besiegen und sie aufhalten, dass sie hier nicht irgendwie nach Kingsmith reinkommen und versuchen, das nächste Mal ja da noch zu ziehen. So, tanzende Klinge gibt's für euch. Noch ein paar Schläge mit dem Schwert. So, zack, zack, zack. Nehme ich euch auch noch mit, ihr blöden und toten, hirnlosen Zombies. So, was ist mit dir? Zack. Ich muss sagen, das neue Deck macht sich schon mal etwas bemerkbar. Ich möchte eigentlich mal die Drohne einsetzen. Da kommen sogar noch Gegner. Das heißt, wir machen das mal. Drohne! Nein! Ah, die sollen doch gar nicht durchbrechen. So. Upp. Okay. Zum Polizeifunkgerät zurückkehren. Oh, ja, die Quest startet neu, weil wir wahrscheinlich versagt haben. Das ist so ziemlich das Letzte, was wir jetzt brauchen. Gut, dann würde ich mal sagen, starten wir diese Mission hier einfach mal schnell erneut und kümmern uns hier um die blöden... Boah, ein blaues Item hat er fallen lassen. Achso, ich muss dafür sorgen, dass hier echt gar keine Zombies den Tunnel erreichen. So, ah, jetzt ist ja auch meine Drohne da und sorgt hier für ein bisschen Action. Das gefällt mir natürlich. So. Auch ihr bekommt jetzt hier ein paar reingehauen.
Und ich verprügle euch alle und bekomme kaum Schaden. Und da kommen gerade noch mehr. Und jetzt haben wir auch gerade einen Kraftpunkt bekommen, aber die Quest haben wir damit nicht erreicht. Wir haben lediglich dafür gesorgt, dass ich einfach ein bisschen Erfahrung bekomme durch das Töten von Gegnern. Nein, der... Oh, ich wollte schon sagen, das blaue Item darf jetzt hier nicht weg sein. Oder kommen gerade noch mehr. Ich ziehe sie gerade alle. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall sollte ich nebenher auch mal ein bisschen zuschlagen. Sprich, auch ein paar Zombies töten mich. Ja. Aber es sieht gut aus, dass das hier die letzten waren. Ja. Die Quelle des Angriffs finden. So, erstmal die Items looten. Wir bekommen einen Chaos-Fokus. Einen neuen. Ein paar Pax Romana. Und was gibt's hier vorne Schönes im Blau? Einen Talisman-Werkzeugsatz für Kurs 3. Alles klar. Dankeschön. Und wir machen uns auf die Suche nach der Quelle des Angriffs. So. Sprinten eingelegt. Aha, Ziel erreicht. Den Asker Berserker. Oh! Ja, der Asker Berserker mit seinen 3000 Leben ist jetzt nicht ganz so stark. Allerdings will ich nicht wissen, was er da gerade vorbereitet. So, wir schießen ihm mal ein paar rein. Holen unsere kleine Drohne raus. Die kann dem auch noch ein bisschen Schaden zufügen. Und Entladung! Und zack, zack, zack. Das ging relativ schnell. Zum Overlook Motel gehen. Ja, Overlook Motel, da waren wir doch in der vorletzten Folge. Oder in der vorletzten Folge. Je nachdem, wie ich hier die ganze Sache schneide. Gut, gehen wir hier mal kurz zurück und schauen, was es hier so gibt. So, Ziel erreicht. Zum Overlook Motel gehen. Nach Überlebenden suchen. Ja, wo ich hier Überlebende finde, weiß ich ja. Nämlich hier hinten in der Hütte drin. So, Bericht senden. Alles klar, es ging ja fix. Es ist unsere Pflicht, uns einzumischen, nur weil wir dazu in der Lage sind. Verpflichten uns... Achso, ist es... Ich bekomme hier gerade ein bisschen Saures von Zibalbahn. So, danach kümmere ich mich gleich nochmal um den Questtext da. Zibalbahn hier besiegen. Guti, nochmal. Ist es unsere Pflicht, uns einzumischen, nur weil wir dazu in der Lage sind? Verpflichten uns unsere Möglichkeiten, den Lauf der Dinge zu ändern, dazu es auch zu tun? Die Antworten darauf müssen Sie selbst herausfinden. Wir wissen bereits, dass die lebenden Toten von den Drogs befehligt werden und wir vermuten, dass hinter der Drog-Invasion von Solomon Island mehr steckt, als es den Anschein hat. Hätte der Drog-Vorstoß auf Kingsmith uns ein klareres Bild ihrer eigentlichen Ziele gegeben, darüber können wir nur spekulieren. Naja, so wirklich zufrieden sind sie also nicht. Aber immerhin haben wir den Leuten hier geholfen, ein paar Pax Romana und ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Das ist ja alles niemals schlecht. Und wir können jetzt mit unserer eigentlichen Mission weitermachen. Nämlich, genau, lieber John, der Straße folgen. Und wir können zur Innsmouth Academy gehen und dort mit der Story-Quest weitermachen. Die Innsmouth Academy, das erinnert mich an das Buch von H.P. Lovecraft, Schatten über Innsmouth. Da geht es ja auch um so etwas Ähnliches wie Drogs. Und zwar geht es da ja um den Cthulhu-Mythos und um die Dagon-Wesen. Ja, das sind quasi sowas Ähnliches wie Fischmonster, die aus dem Wasser kommen. Quasi sehr ähnlich der Drogs, die wir hier im Spiel haben. Und ja, es geht quasi um ein kleines Fischerdorf, das von diesen Monstern heimgesucht wird. Davon weiß man aber anfangs noch nichts, denn unser Protagonist kommt völlig unbedarft in das kleine Städtchen Innsmouth hinein und erlebt dann dort seine spannenden Abenteuer. So, und ich muss jetzt hier mal ganz, ganz kurz die Aufnahme unterbrechen, denn ich habe eine SMS bekommen, die musste ich eben lesen. Bis gleich. So, liebe Freunde, da bin ich auch schon wieder. Und ja, da vorne ist auch direkt der gute John Wolf. Dem sollen wir ja das Päckchen geben. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Da ist John Wolf. Aber wie geben wir dem jetzt sein Päckchen hier?
Gibt es hier irgendeinen Briefkasten oder so? Also sein, den Brief, nicht das Päckchen. Hey. Hey. So, Wissen über das Schwarze Haus. So, Brief, Päckchen ist ja alles ein und das gleiche, aber irgendwie müssen wir ihm das geben. Ja, gibt es hier eine Art Briefkasten oder sowas? So, hier ist ein X. Markiert er normalerweise den Punkt, aber dieses X hier markiert nichts und irgendwie können wir ihm auch nichts geben. Ah, okay, einfach ihn anklicken. Schon haben wir diese Quest hier beendet. Ja, der Einsatzbericht ist eingetroffen und wird verarbeitet, sprich, unsere Freunde aus dem Hauptquartier können uns nichts dazu sagen. Aber der gute John hat eine neue Quest für uns, nämlich die Liga der Monsterjäger. Der Wald, in dem es jetzt von den insektenartigen Arkab wimmelt, war früher das Trainingsgelände der Liga der Monsterjäger. Einem Jugendclub einheimischer Teenager. War die Liga ein Produkt kindlicher Fantasie oder hat sie wirklich gegen das Okkulte gekämpft? Die Antwort darauf finden Sie vielleicht in Ihrem Clubhaus. Als ich ein Kind war, haben wir ein Baumhaus aus geklautem Holz gebaut. Es hat einen ganzen Sommer gehalten, bis die Herbststürme es zerlegt haben. Dort oben bekam ich meinen ersten Kuss. Hm, so süß wie ein Augustapfel. Gefallene Blüten kehren nie zum Zweig zurück. Aber man verliert nur, woran man hängt. Nördlich von hier gibt's auch ein Baumhaus. Gebaut für die Ewigkeit, steht solide in einer Eiche. Die Kinder, die es gebaut haben, waren ein Club. Sie nannten sich die Liga der Monsterjäger. Ohne jede Ironie. Denn genau das waren sie auch. Das Fenster zwischen den Welten stand auf dieser Insel schon immer einen Spalt offen. Manchmal konnte etwas durchschlüpfen. Kinder wussten das und sie hatten Angst. Trotzdem wollten sie es bekämpfen. Also bauten sie das Clubhaus als Ausguck, als Bibliothek, als Operationsbasis. Red sagt, es steht schon seit Jahrzehnten. Die Kinder wurden erwachsen, übergaben Zepter und Schlüssel an die nächste Generation. So war das. Die Liga blieb. Genau wie das Baumhaus. Bis jetzt. Der Wald rund um das Baumhaus lebt. Er ist tödlich. Habe ich auf die harte Tour gelernt. Ich wäre dort fast draufgegangen. Die Akab scheinen den Ort ganz besonders zu mögen. Oder sie wollen uns fernhalten. Vielleicht hatten die Kinder etwas in dem Baumhaus. Etwas, vor dem die Motten sich fürchten. Man sollte die Liga nicht unterschätzen. Vor dem Berg und durch die Gnade der Natur durfte ich endlich erkennen. Ich bin nur ein Kind. Der Club, zu dem ich gehörte, hatte mit Monstern und Magie nichts am Hut. Wir haben andere Dinge getan in diesem langen, heißen Sommer. Okay, wir haben meistens nur darüber geredet. Bis in den Abend. Aber das war fast genauso schön. Ja, John Wolfe erzählt einen Schlag aus der Jugend und von einem Baumhaus, in dem Kinder ihrer Zeit gegen das Böse hier auf der Insel gekämpft haben. Ja, und John Wolfe, den kennen wir ja auch schon, der hat uns ja zum Glück im Haus, im Keller der Illuminaten geholfen, gegen diesen riesen Höllenhund zu kämpfen. So, jetzt muss ich mal gucken, das Baumhaus finden würde jetzt zu dieser Quest gehören. Ich denke, ich mache aber erst einmal kurz in der Hauptquest weiter, Dämmerung einer endlosen Nacht, mit den Überlebenden in der Innsmouth Academy reden, denn ich habe euch jetzt so viel über Innsmouth erzählt, wir haben jetzt schon so lange nicht mehr die Hauptquest gemacht, deswegen machen wir da eben kurz ein bisschen weiter, damit ihr ja quasi auf dem neuesten Stand bleibt und dann widmen wir uns dem ominösen Baumhaus. So, jetzt geht es hier aber erstmal diesem sehr freundlich wirkenden Spielplatz entlang über dieses noch freundlich wirkendere Feld. Ja, also irgendwie die Bürger hier, die sind alle, ich will mal sagen, verdammt. Aber salziger Toter, ich laufe in einer komischen Brühe rum und kämpfe gegen einen salzigen Toten. Warum salzig, das weiß ich natürlich jetzt irgendwie auch nicht. Ich kann es gerade gar nicht assoziieren. Auf jeden Fall ist er eklig. Und ich bekämpfe ihn mit schweren
Schüssen aus meiner Knarre, die leider noch nicht so stark ist, wie ich das ganz gerne hätte. Aber das wird sich hoffentlich noch ändern. Ja, für den Salzigen hier hat es gereicht. So ein, zwei Schwerthiebe noch. Und er geht in dieser Suppe baden, in der ich nicht mal angezogen herumlaufen möchte. Und da kommen auch gleich die nächsten an. Hier ein paar Inselbewohner mit schlappen 8K Leben, 800 Leben. Sprich, die kommen jetzt von mir ein paar... oh mein Gott, ich sterbe. Habe ich mich gerade so hart verlesen, was denen ihre Lebenszahl angeht. Na gut, sie ist tot. Sie auch. Okay, ging dann doch besser als gerade eben noch vermutet.